Die Standardeinstellungen in Modern Warfare 3 sind nett gesagt nicht die besten und können somit dein Gaming deutlich verschlechtern. Deswegen zeige ich dir heute die wichtigsten Einstellungen und Tastenbelegungen, die dir helfen können, deutlich leichter Kills zu erzielen. Somit gehen wir in diesem Video auf die Controller-Einstellungen, die Gameplay-Settings, Audio- und Grafikeinstellungen ein. Fangen wir hier gleich mit den Controller-Einstellungen an und hier solltest du als erstes die Tastenbelegung bearbeiten und zwar kannst du hier von Standard auf Taktik stellen. Somit kannst du dich mit dem rechten Stick hinlegen oder hinhocken, ohne deinen Daumen vom Stick zu nehmen. Weiter geht es hier mit den Vibrationseinstellungen des Controllers und diese Einstellung solltest du unbedingt auf ausstellen, weil ich das beim Schießen nur ablenkt, denn genauso der Trigger-Effekt, der dich nur daran hindert, schnelle, gezielte Schüsse abzufeuern. Hast du diesen deaktiviert, kannst du viel schneller einzelne Schüsse abgeben. Ganz neu ist es jetzt möglich, in Modern Warfare 3 den Todbereich deiner Sticks ganz genau einzustellen und somit visuell zu sehen, ob dein Controller schon Stickdrift hat. Hast du jetzt einen älteren Controller, der Stickdrift hat, musst du den minimalen Todbereich so einstellen, dass das L vom linken Stick und das R vom rechten Stick im roten Bereich ist. Ansonsten wird sich der Charakter im Spiel selbst bewegen. Solltest du kein Stickdrift besitzen, musst du jetzt die Minimumeinstellung vom linken und vom rechten Stick auf 5 setzen und die Maximumeinstellung auf 100 stellen. Nun haben wir den Controller eingestellt und gehen wir jetzt nun auf den Reiter zielen. Die horizontale und vertikale Empfindlichkeit solltest du eigentlich für dich selber herausfinden. Gib dir hier mal eine grobe Richtung, denn hier bei mir habe ich die horizontale und die vertikale auf 7 gestellt. Solltest du noch nicht so lange mit deinem Controller spielen, würde ich dir empfehlen, beide Werte auf 4 zu setzen. Weiter geht es hier mit dem Empfindlichkeitsmultiplikator der taktischen Haltung, den du auf 0,8 setzen solltest. Somit hast du beim Rutschen eine höhere Präzision, Zielreaktionskurve auf linear stellen. Somit hast du eine 1:1 Übersetzung vom Stick zum Gameplay. Das heißt, deine Waffe bewegt sich genauso präzise, wie du deinen Stick auslegst. Den ZV-Empfindlichkeitsmultiplikator kannst du auf 1 stehen lassen. Die ZV-Empfindlichkeitsübergangszeit solltest du auf sofort stellen. Und jetzt mit dieser Einstellung können wir die einzelnen Zoomstufen individuell und präzise einstellen. Somit würde ich geringe Zoomstufe auf 0,75 stellen, genauso wie der 2er bis 5er Zoom auf 0,75 setzen. Und ab der Zoomstufe 6 musst du die Empfindlichkeit auf 1,05 setzen. Als nächstes Zielhilfe auf Anstellen und den Zielhilfetyp auf Standard lassen. Jetzt gehen wir hier rüber auf Gameplay und hier solltest du das automatische Sprinten auf jeden Fall auf Ausstellen, Sprinten, Taktik, Sprintverhalten auf Umschalten, automatisches Vorwärtslaufen auf Aus, Taktik, Sprintverhalten, Doppeldrücken, Kletter am Boden kannst du einstellen, automatisches Luftklettern auf Teilweise, somit kletterst du nur, wenn du damit einen Sturz verhinderst. Automatisches Bodenklettern und Hängen auf Aus, Rutschen und Hechtsprungverhalten auf nur Rutschen stellen, Tauchen hier auf Freistellen, automatischer Fallschirmeinsatz definitiv auf Ausstellen. Somit kannst du viel später den Fallschirm ziehen und bist auch schneller unten und kannst du zum Beispiel somit in Warzone schneller eine Waffe sichern. Sprint, Tür einrennen auf Anstellen. Somit kannst du in Sprinten eine Tür schnell öffnen. Beachte, dass dieses aber um einiges lauter ist. Kanten, Kletterverhalten auf nur Klettern stellen. Rutschen bricht, Sprinten ab, das auf Anstellen. Kommen wir jetzt hier zum Kampfverhalten und zwar das Zielvorrichtungsverhalten. Hier solltest du die Einstellung definitiv auf Halten wählen. Somit bist du so lange im Visier, solange du L2 drückst. Zoom ändern, Aktivierung auf Sprinten, Taktik, Sprint und Fokussieren. Beim Ausrüstungsverhalten solltest du hier auch auf Halten stellen, denn somit machst du primär Taktik und Feldausrüstung scharf. Um diese Ausrüstung dann einzusetzen, musst du einfach nur die Taste dann loslassen. Hier bei den Einstellungen Waffenstützen Aktivierung gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, schneller deine Waffe aufzustützen. Dazu stell von ZV Nahkampf auf ZV Doppeldrücken. Somit musst du einfach nur zweimal schnell anvisieren drücken und schon deine Waffe aufgestützt. Waffenstützen verlassen Verzögerung auf Mittel, Aktivierung der taktischen Halterung musst du auf ZV unten Taste stellen. Jetzt kommen wir zum Verhalten der taktischen Halterung. Dies musst du auf beim Umschalten stellen. Beim nächsten Punkt solltest du das Interagieren priorisieren. Somit kannst du in Warzone zum Beispiel schneller aus einem Fahrzeug aussteigen und solltest du in einem Fahrzeug sein und nachladen müssen, musst du die Nachladetaste einfach nur halten. Kommen wir jetzt zum Panzerplattenverhalten. Da würde ich die Einstellung eine anwählen auswählen. Somit kannst du schneller wieder zur Waffe wechseln und musst nicht warten, bis er alle drei Platten eingesetzt hat. ZV-Stick Tausch ausstellen, Rucksacksteuerung auf Richtungstasten belassen. Nützlich ist es noch, wenn du im Fight bist und deine Waffe leer ist, dass du automatisch die Waffe wechselst und weiterschießen kannst. Das also auf Anstellen. Schnelle C4-Detonation auf Gruppiert stellen, manuelles Feuerverhalten auf Drücken stellen. Kommen wir jetzt zu unserem Fahrzeugverhalten. Fahrzeugkamera zentrieren, kurze Verzögerung, Kameraausgangsposition, freier Blick. Um dich aus dem Fahrzeug zu lehnen, musst du hier die Nahkampftaste drücken. Somit stell hier auf Nahkampf, Pingradverzögerung auf Moderat, Doppeldrückenverzögerung, Gefahr auch auf Moderat stellen und bei Abschussserienradverhalten hier auf Halten stellen. Kommen wir nun noch zu den Grafikeinstellungen auf der Konsole. Textur Streaming auf Abruf habe ich angestellt.
Die Weltbewegungsunschärfe musst du definitiv auf ausstellen. Somit hast du ein viel klareres Bild, wenn du dich drehst. Genauso wie die Waffenbewegungsunschärfe, die du auch auf ausstellen musst. Dann musst du das Bildrauschen auf 0 stellen. Somit ist das Bild viel, viel schärfer. Die Tiefenschärfe auch auf ausstellen. Somit verhinderst du, wenn du angevisiert bist, dass du rechts und links eine Unschärfe hast. Die nächste Einstellung verbessert die Schärfe des Szenenrenderings, also hier auf anstellen und den unteren Punkt auf 100 setzen. Der Öko-Modus muss auf Effizienz stehen. Mein Sichtfeld stelle ich hier auf 105 bei einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll. Dann kommen wir jetzt noch zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar das Kamerawackeln. Also musst du hier die Einstellung auf 50% setzen, genauso wie bei der externen Ansicht. Da setzen wir auch die Einstellung auf 50%. Bei der nächsten Einstellung kannst du diesen Blendeffekt der Blendgranaten auf schwarz umstellen. Somit ist der Blendeffekt nicht so grell für die Augen, wenn du im dunklen Raum spielst. Externe Ansicht ZV-Übergang habe ich hier auf externe Ansicht ZV gestellt. Zuschauer Kamera auf Spielerperspektive, und gehen wir jetzt noch auf die Einstellungen im Interface ein. Da habe ich hier einige Sachen angepasst, um die Gegner besser zu sehen. Und das ist eine Frage des Kontrastes. Wichtige Sachen sollten hier einen hohen Kontrast haben, also sie sollten wirklich auffallen im Spiel. Sachen, die nicht so wichtig sind, sollte man hier mit einer Farbe belegen, die nicht so auffällig ist, um davon im Spiel nicht gestört zu werden. Zusätzlich solltest du den Farbfilter auf Filterstufe 3 setzen und Farbfilter Ziel auf beide stellen. Nun musst du die Stärke der Farbe in der Welt auf 75 stellen und im Interface auf 100. Hier auf der rechten Seite kannst du sehen, wie stark sich die einzelnen Farben von der Umgebung abheben. In Modern Warfare 3 kannst du einstellen, welche Form die Minimap oben links haben soll. Ich empfehle dir hier die quadratische, weil du darauf einfach mehr sehen kannst. Zusätzlich solltest du die Rotation der Minimap anstellen. Horizontalkompass sollte ebenfalls auf an sein. Das Fahnenkreuz solltest du ebenfalls einschalten, denn so hast du die Möglichkeit, vorher schon anzuvisieren, obwohl du noch nicht im Visier bist. Die Treffermarkierungsanzeige gibt dir optisches Feedback, ob du den Gegner getroffen hast. Genauso wie die schadensbasierte Treffermarkierung. Diese beiden Punkte solltest du auch auf ansetzen. Kommen wir jetzt noch zu den Audioeinstellungen, und hier habe ich den Audio-Mix auf Kopfhörer gestellt. Die Gesamtlautstärke ist von Kopfhörer zu Kopfhörer unterschiedlich, da kann ich dir keinen Wert geben. Jetzt hier in den Detaileinstellungen habe ich die Musik ganz nach unten gesetzt, Dialoge auf 82 und die Effektlautstärke auf 100. Hier ist es wichtig, niemals die Effektlautstärke nach unten zu setzen. Geh lieber mit der Gesamtlautstärke etwas runter, wenn dir es zu laut ist, denn ansonsten kannst du Schüsse oder Schritte nicht mehr so gut orten. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und ein Like da. Und hier habe ich noch ein Video für dich, wo ich mein Fazit nach 20 Stunden Modern Warfare 3 vorstelle.